Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir selber ein XXL-Burger, wie ihr schon gelesen habt in der Beschreibung. Und ich hoffe, es gelingt mir. Und ich dachte, ich nehme euch dabei mal einfach mit. Deswegen quatsche ich jetzt gar nicht lange und fange einfach mal an. Das Rezept werde ich euch natürlich einblenden. Für den Burger-Bun, mit dem ich jetzt auch als erstes anfange, werde ich euch in der Beschreibung einen Link verlinken, falls ihr Bock habt, das nachzumachen. Und ja, ich fange jetzt erstmal an. Das ist natürlich alles richtig gut durchkneten. Ich habe jetzt hier ein bisschen Kohl geschnitten. Ich mache jetzt nämlich einen Salat. Da kommt auch Schmand rein. Lauch und Möhre. Das zeige ich euch gleich mal alles in der Schüssel. Okay. Okay, ich habe mir jetzt Hilfe geholt, dass mich jemand hier filmt. Und zwar mein Freund. Ja, ich muss ja. Okay, und ich habe hier schon was geschnitten. Hab ich euch ja gesagt, da sind jetzt Möhren, Lauch und Kohl drin. Das würzt sich das hier nur. Und noch ein bisschen Salz. Ich habe schon ein bisschen Salz reingemacht. Dann kommt hier Schmand noch rein. Einfach einen Kaufmannsschmand habe ich hier genommen. Ein bisschen das hier. Ein bisschen das hier. Ja. Okay, das ging jetzt ganz einfach raus. Das hatte ich eigentlich nicht. Was willst du? Der Name kann ich finden. So, jetzt wird das alles umgerührt. Du kannst erstmal kurz aufhören. Nein. Okay. Ich will dich jetzt filmen. Die ganze Zeit? Ja. Noch. Aber ich will mich filmen. Du kannst dann auch noch. Janik, du machst mich nervös. Ich will das einfach ordentlich machen jetzt. Bitte ganz nah an meinem Gesicht halten. Ja. No. Das macht man doch als Kameramann. Nein. Nein? Ich nicht. Nee? Machst du das anders, Annabella? Ich will ein bisschen weiter das machen, weil das, wenn du ein Foto machst, dann blendet es zu doll im Gesicht. Ja, hast recht. Ich hab die Zwiebeln nie geschält. Doch, das sieht gut aus. Du musst es doch nie filmen. Ich schaut's mal. Wie ich hier die Zwiebeln schäle. Ja. Das sollen die Leute doch nicht sehen. Doch. Jo. Die sollen auch weinen. Nee, deswegen wasche ich ja die Zwiebel klein mit kaltem Wasser. Ach, da ist das weg, oder was? Naja, da tut die nie so viele Duftstoffe abgeben. Ach so. Also doch, Duftstoffe schon, aber das fliegt nie so rum, glaube ich. Okay. Oder man macht einen nassen Lappen daneben. Der fängt das ab. Oder halt einfach die Packung Taschentücher. Nein!
Satz, Mann. Was denn? Naja. Du hast gesagt, ich soll filmen. Alles gut. Was denn? Lecker Schmand. Dein Ohr guckt raus. Ja, das guckt immer raus. Schon mein ganzes Leben guckt das immer raus. Meine Mutter hat mich immer geärgert damit. Echt? Ja, die so, oh nee, dein Ohr guckt schon wieder raus. Ja. Und ich weiß genau, dass die das jetzt sehen wird, wenn die das anguckt. Im Fenster. Oh, das geht nicht. Nee. Dadurch, dass du das jetzt gesagt hast, wird das auch jeder wissen und darauf achten. Naja. Ich werde es nie rausschneiden. Doch, das schneidest du raus. So, warte mal. Ich habe jetzt den Teig für den Burgerbun. Wer isst denn hier? Du naschst. Ich muss probieren, ob es schmeckt. Ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen Salz. Okay. Aber sonst schmeckt es gut. Ja? Ich mach kurz meine Hände aus. Mach das. Das muss alles ganz... Ey! Ich muss jetzt erstmal... Guck mal, ich habe ja gar keinen Platz. Die Arbeitsfläche ist natürlich noch voll mit Gemüseresten, aber es wird alles mitverwertet. Ich bin Bruno und ich bin der Kamera. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Guck dir das dann mal an. So, natürlich richtig schön mit Hefe aufgegangen. Nein! Ach so, das macht man das. Das war gerade richtig doof. Okay. Okay, also... So macht man das und nur so funktioniert's. Ist das wirklich Mehl hier oder? Nein. Okay. Das schneiden wir raus. Nein. Jetzt wird das erstmal kurz durchgeknetet. Ich habe ein bisschen viel Mehl hier genommen. So. Ich muss den Ofen noch an. Also Ofen schön vorheizen. Du rennst dir hin und her. Findest du das lustig? Ja. Hackepeter. Aus Hackepeter wird. Scheiße später. Nein, sag das nicht so. Das ist ein Essensvideo. Na, du hast damit angefangen. Habe ich gar nicht. Also, der Teig. Dann schreibe ich es rum, oder? Na, so, dass man dich halt versteht. Der Teig muss jetzt zu einem Fladen gemacht werden. Natürlich eigentlich nicht so, aber ich weiß gar nicht wie. Also stand da, man soll eigentlich 12 kleine Kugeln machen, aber dadurch, dass wir ein Riesending machen, sieht das eigentlich professionell aus, oder? Das ist die obere Hälfte jetzt. Nein. Das wird gebacken. Also jetzt wird das nur drauf gemacht. Ich mache mir schon mal überall übers Butter rein. Und dann mache ich, glaube ich, den Patty direkt darauf. Schon. Okay. Ich. So. Ich glaube, ich mache das trotzdem erstmal hier auf die Arbeitsfläche.
können wir eigentlich gleich so lassen, oder? Und Fleischkuchen. Oh, yeah. Und in der Pfanne ist es schon heiß. Oh Gott, jetzt kriege ich das gar nicht mehr hier runter. Jetzt wird's spannend. Oh Gott. Das passt nie hier rein. Ich glaube, das wird nicht. Ah! Ich hatte gedacht, jetzt ich krieg die Butter voll auf die Hand. So, das muss jetzt erstmal braten. Die Frage ist, ist die andere Pfanne genauso groß? Dann geht das ja. Also ich habe halt überlegt, dass ich das dann einfach so drauf mache und wende. Ich muss erstmal ein Eigelb von Eiklar trennen. Ich denke schon. Wieder nicht so. Was müssen wir wenden? Das Patty. Ich muss das jetzt hier auf die klapprige, in die klapprige Pfanne wenden. Das wackelt hier nämlich schon übelst. Die ist neu. Ich glaube, hier ist nämlich schon auch zu viel Flüssigkeit durch das Fleisch. Wenn du das sagst. Wie soll ich denn das jetzt anstellen? Ich nehme lieber ein bisschen Abstand hier und guck mir das Ganze von Weitem an. Das wird doch nichts. Warte mal. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. So, das kann ich ja nicht halten. Oh, ich krieg's nie rumgedreht. Ich glaube nicht, dass du's. Ich hoffe das nicht, das ist so schwer. Aber wie soll ich denn da helfen? Ich weiß es nicht, du kannst nicht helfen. Nur mit einem Handschuh höchstens. Warte mal. Ja, damit. Ach Mist. Und zwar musst du hier an der Seite mit anfassen. Oh! Was, hier? Ja. Oh. Aber ich weiß nicht wie. Ich schaffe das nicht. Warte kurz, die Pfanne wird immer heißer. Das wird nichts. Los. Wir schaffen das nicht. Schaffen wir das? Scheiß drauf, einfach jetzt rumdrehen. Und rum. Oh. Alter, gerade so. Guck mal, das sieht doch gut aus. Also ja. Und hier ringsrum sieht es auch gut aus. Ich glaube, ich muss das erstmal zur Seite nehmen kurz. Ey, wenn das hier jemand sieht, wie das hier auf dem Herd aussieht. Ach. Guck mal. Kann man ja dann wieder sauber machen. Hauptsache, das Patty liegt jetzt hier richtig in der Pfanne. Ich glaube, ich muss jetzt hier noch an den Seiten wieder ein bisschen Butter dazu machen. Rodriguez. Jetzt filmt das Rodriguez. Ich muss jetzt gleich das Messer verwenden und zwar für das. Tada! Und wie sieht's aus? Klein. Sieht gut aus, oder? Ja. Ich finde auch, dass es gut aussieht. Und hier unten drin habe ich nochmal das Fleisch reingemacht, weil ich habe nämlich Angst, dass es noch nicht durch ist. Auch ein kleines Patty, ja. Hat geklappt.
jetzt wird hier erstmal Soße drauf gemacht. Eine reduzierte Heinz Food Street Basilikum und getrocknete Tomaten. Dann Knoblauch darf natürlich nicht fehlen. Und extra eine Burgersoße habe ich. Ich habe jetzt nicht angefangen, die Soßen selber zu machen, weil die Soßen sind auch sehr lecker, die wir hier haben. Finde ich persönlich. So, was mache ich unten? Und ich glaube, ganz unten mache ich die Burgersoße. Oder nee. Ich mische Knoblauchsoße mit der Soße. So. Warte, ich brauche auch noch. So, der Burger ist natürlich jetzt fertig und wir wollen natürlich mal messen, wie breit er ungefähr ist. So, gut, so ist er breiter. Aber ich muss mal gucken. 24 cm würde ich jetzt sagen. Mehr? 28. Fühl mal bis rüber. Guck mal, bis hier hin. Ja. 24 ist ja hier. Ja. Das Brot, das geht. Das habe ich nicht, von geht, oben habe ich es nie gesehen. Der Burger geht bis hierhin. Na? Ich bin ja schön. Also 27 cm. Oh Gott. Ich kann das gar nicht richtig durchschneiden. Das Messer ist zu klein. Das Schwert ist zu klein. Wir brauchen ein größeres Schwert. Ich muss es nochmal von der Seite. Achte auf die Finger. Achte auf die Finger, richtig. Oh Gott, hier fliegt schon was runter. Oh Gott, wie soll ich das machen? Achte auf die Finger. Guck mal. Oh, krass. Das sieht geil aus. Das wäre aber auch ein geiles... Und jetzt messen wir nämlich noch, wie hoch der ist. Oh ne. 14,5 Zentimeter, oder? Sieht, ja, 14,5 würde ich auch sagen. 14,5 Zentimeter hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, das Problem wird jetzt nämlich sein, ich will natürlich auch ein Stück probieren, aber wie soll ich bitte das Ding hier schneiden? Ich schiebe das erstmal ein bisschen. Hunde-Yoga. Hunde-Yoga kann man sich. Hunde-Yoga? Was ist denn das? Das macht immer so, macht immer ruhig. Oh Gott. Das fällt hier auseinander. Yum, yum, lecker. Ist das scharf, Mama? Das Messer ist scharf. Oh. Ich meine, ist das Soße drin, die scharf ist? Ach, nein. Schön den Teller als Unterlage nehmen. So. Und jetzt probiere ich ein Stück. Oh, Annabella, gehst du nochmal ein Stück zur Seite? Wir sind sofort fertig. Das fällt hier auseinander, ey, weil das Ding so riesig nicht ist. Dann füllen. Ja, danach. Guck mal. Das ist ja immer gut. Ja, ich weiß auch nie, wie ich das essen soll. Ich sehe jetzt schon aus und ich habe noch nie mal angefangen. Los! Ich kann doch nicht so los, arbeiten. Probier's. Ich muss das übers drücken. Das geht nicht.
Los! Mama. Ich kann das nicht abweisen, Mama. Hm? Schmeckt's? Ja. Man muss zwar alles getrennt essen, aber es schmeckt doch nicht so aus wie eine Sau. Warte. Ich muss auf dem oberen Teil mit abbeißen. Sehr schön. Kennst? Ja. Okay. So, wir lassen uns jetzt noch den Burger schmecken. Also Statement ist, ein bisschen ist er mir zu trocken, fehlt noch ein bisschen Soße. Ich dippe vielleicht noch Soße mit drauf oder so. Ja. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Kommi da. Und macht es gerne nach. Mm.